Tag 3 ist angebrochen. Heute geht es in die Berge. Haha, wir sind angekommen am ersten kleinen Ziel unserer Reise an irgendeinem kleinen See. Ich glaube, Lin Iqvin oder sowas heißt der hier. Es ist alles wieder walisisch. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir hier waren. Von daher haben wir jetzt eben schon mal Mittag gegessen. Leckere Pizza vom Original Steinofen Grill. Steinofen. Deswegen ist wahrscheinlich mein Gesicht noch ganz schwarz. Meine Finger sind jedenfalls noch ganz schwarz. Die war so lecker. Und ein bisschen Capri-Sonne. Und jetzt geht's das erste Mal so richtig los. Es ist auch schon 2:30 und wir starten jetzt erst unsere Reise. Aber dafür sieht es hier auch wahnsinnig toll aus. Guckt mal! Schatten! Ja, toll, ne? Also schön, ne? Oh Leute, ihr glaubt es nicht. Es ist so unfassbar heiß. Wir schmelzen hier weg. Und was ich die ganze Zeit denke, das hier ist doch nicht England, oder? Also doch, klar ist das England, aber es sieht irgendwie total anders aus. Also so habe ich es mir nicht vorgestellt. Es ist total schön. Aber wenn ich diese Landschaft mir angucke, ich zeige sie euch gleich, dann denke ich eher an Norwegen oder Schweden oder sogar sowas wie Kanada oder so. Aber doch nicht an England. Ist das nicht hübsch? Achtung, Sonne! Die dramatischste Sterbepose ever. Diesen kleinen steilen Weg geht es jetzt gerade hoch zu dem See, zum Lin Iqvin. Lin heißt irgendwie See auf Walisisch. Und jetzt kämpfen wir uns hier mal keuchend hoch. Und da sind wir überall rumgestopft. Ja, hier an dem See sind wir jetzt geblieben.
Es ist schon ganz schön spät wieder geworden. Die Sonne verschwindet gerade hinter dem Berg. Ich glaube, viel mehr machen wir heute auch gar nicht mehr, weil es auch wieder sehr, sehr anstrengend war. Allein der Aufstieg hier hoch, da ging einem ganz schön die Pumpe. Jetzt heißt es also nur noch Abendessen gehen und dann wieder schnell ins Bett. Ich zeige euch aber trotzdem nochmal die Sonne, die gerade hinter dem Berg verschwindet. Wir haben uns wieder auf den Heimweg gemacht, unter anderem, weil ich ganz schön am Humpeln bin leider, also mein Fuß ist ziemlich geschwollen und blau, aber deswegen haben wir jetzt noch eine kleine Stadt hier gefunden, die heißt Ryl, R-H-Y-L oder sowas, und hier ist ein wundervoller Sonnenuntergang, den wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen, bevor wir den Tag ausklingen lassen. Ja, bis morgen oder ja, ich weiß nicht mehr, wann wir den nächsten schönen Ausflug machen, auf jeden Fall seid ihr wieder mit dabei. Jetzt zum Ausklingen dieses Tages einmal der wunderschöne Sonnenuntergang.